Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen des Livestreams, liebe anwesende Pressevertreterinnen und Vertreter! Heute diskutieren wir über einen Gesetzentwurf von Schwarz-Grün, der in 27 Artikeln 226 Änderungen des Schulgesetzes – ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt – des Lehrerbildungsgesetzes und des Hessischen Besoldungsgesetzes sowie etlicher anderer Verordnungen vorsieht. Vieles davon war bereits vom Kultusministerium angekündigt, und man kann sagen, dass einige dieser Forderungen tatsächlich aus der Opposition sowie von Verbänden und Gremien durchaus aufgenommen wurden. So zum Beispiel, das auch gerade angesprochen, hat auch DIE LINKE die Forderung aufgestellt, alle Schülerinnen und Schüler in die nächste Klassenstufe zu versetzen, unabhängig von ihren in diesem Schuljahr erbrachten Leistungen. Sitzen bleiben darf es unter Corona nicht geben, und das ist auch richtig so. Auch Regelungen, die sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler keine Nachteile durch Corona-bedingten Ausfälle des Unterrichts entstehen dürfen, das unterstützen wir ausdrücklich. Leider regeln sie aber z.B. nicht, wie Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf, die jetzt zwar nicht sitzen bleiben, aber die ja tatsächlich einen Bedarf an weiterer Förderung haben, wie sie den auch erhalten können. Das ist überhaupt nicht in dem Gesetzentwurf enthalten. Auch andere Anpassungen, wie sie hier vorgesehen sind, kann man aber nicht so einfach zustimmen. Die Frage nach der verlässlichen Schulzeit zum Beispiel. Im Schulgesetz sind Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern 5 Zeitstunden am Tag garantiert. Diese Regelung soll jetzt ohne jeden Ersatz aufgehoben werden, zumindest für ein Jahr. Hier wäre es nötig, eine andere Formulierung zu finden, um den Eltern verlässliche Zeiten zu garantieren, die ja nicht unbedingt am Vormittag sein müssen, aber die eben eine gewisse Sicherheit für die Eltern darstellen. Das ist leider auch nicht vorgesehen. Eine weitere Änderung, die wir kritisieren, ist die Möglichkeit, den schulärztlichen Dienst bei der Schuleingangsüberprüfung außen vor zu lassen. Die Untersuchung und das schulärztliche Gutachten sind für viele Kinder sehr wichtig, um Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die Gesundheit zu mildern. Es werden alle Kinder erreicht, also auch diejenigen, die an den freiwilligen Früherkennungsmaßnahmen der kassenärztlichen Vorsorge nicht regelmäßig teilnehmen. Allein in Kassel betrifft es über 40% der Kinder. Dieses Angebot in diesem Jahr nicht durchzuführen, wird vor allem Kinder aus wirtschaftlich schwachen Haushalten treffen. Deswegen, die hessischen Gesundheitsämter sind eben so auszustatten, dass sie diese wichtigen Aufgaben weiterhin wahrnehmen können. Kinder dürfen nicht die Leidtragenden der Corona-Pandemie sein. Leider hat man auch den Eindruck, dass die Landesregierung manche Schülerinnen und Schüler priorisiert, während andere Schülergruppen hinten runterfallen. Die Berufsfachschule und die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung sind auf jeden Fall nicht weit oben auf ihrer Prioritätenliste. Die Schülerinnen und Schüler, die auf diesem Wege ihren Hauptschul- oder mittleren Abschluss erlangen, sind diejenigen, die besonders häufig Unterstützung und Anleitung sowie eine enge persönliche Begleitung benötigen. Oft fehlen ihnen wichtige Sprachkenntnisse. Gerade für diese Schülerinnen und Schüler sollen die Abschlussprüfungen in diesem Jahr entfallen. Auch bleiben die betrieblichen Praktika ausgesetzt. Die Kommunikation dieser Entscheidung verlief so schlecht, dass in einigen Schulamtsbezirken diese jungen Leute einfach mit einem Abschluss in der Hand aus der Schule entlassen wurden. Gerade diese jungen Menschen brauchen aber die dringende Unterstützung bei den nächsten Schritten in ihrem Leben, aber sie wurden quasi auf die Straße gesetzt und vollkommen im Stich gelassen. Dies hätte das Kultusministerium von Anfang an durch eine klare Kommunikation verhindern müssen. Insgesamt bleibt die Frage der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen für mich offen. Die Landesregierung hat sehr weitreichende Lockerungen im Großteil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens beschlossen. Und gleichzeitig dürfen beispielsweise Projektprüfungen nicht mehr in Gruppen, sondern nur noch einzeln abgelegt werden dürfen. Einige Gremien können nur noch digital, aber nicht in verkleinerter Form tagen. Viele dieser vorgesehenen Änderungen stehen in keinem ausgewogenen Verhältnis zu den Lockerungen in anderen Bereichen. Auch die Geltungsdauer des Gesetzes bis Ende März nächsten Jahres, also mitten im Schulhalbjahr, und deswegen ist es eben nicht ein Jahr, erscheint mir wenig praxistauglich zu sein. Was ist denn mit den Abschlussprüfungen im nächsten Jahr? Diese Frage bleibt weiterhin vollkommen offen. Dass es ab und an eine gewisse, sagen wir mal, Diskrepanz zwischen einigen von Schwarz-Grün vorgeschlagenen Regelungen und der Lebensrealität vieler Menschen in Hessen gibt, hat ja auch einen Grund. Das Verfahren zur Erarbeitung der Verordnungen und jetzt eben der Gesetzesänderung kam völlig ohne Beteiligung von Eltern, Schülern oder Lehrkräften aus. Ja, es besteht eine Dringlichkeit, die Gesetze und Verordnungen zu ändern. Das zweifelt auch niemand an.
Aber alle Beteiligungsformen komplett einzustellen und die Gremien und Schulen oft erst nach der Öffentlichkeit oder in diesem Falle überhaupt nicht in Kenntnis zu setzen, das geht gar nicht. Weder der Landeselternbeirat noch die Landesschülervertretung noch der Hauptpersonalrat wurden zu den Änderungen, die jetzt zum Gesetz erhoben werden sollen, angehört. Und jetzt soll das Gesetz auch noch schnellstmöglich, selbst ohne eine schriftliche Anhörung, eigentlich nach Wille von Schwarz-Grün noch in dieser Woche beschlossen werden. Ein solches Verfahren können wir als LINKE nur schärfstens kritisieren. Auch wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier insgesamt in diesem Hause sind gefragt. Das Regieren durch Verordnungen und Erlasse ist nicht im Sinne der grundgesetzlich verbrieften Gewaltenteilung und sollte somit sehr bedacht eingesetzt werden. Und es ersetzt kein anständiges Gesetzgebungsverfahren. Dass parlamentarische Verfahren aktuell verändert werden müssen, steht außer Frage. Aber auch sie dürfen nicht so umgestaltet werden, dass am Ende nur die Landesregierung überblicken kann, was nur Tage später beschlossen werden soll. Auch die Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen sollten sich fragen, ob sie ein solches Verfahren wirklich mittragen wollen. Dabei sind viele der vorgesehenen Änderungen richtig und wichtig. Andere wiederum müssten breiter diskutiert werden. Manches wurde übersehen. Auch und gerade während Corona braucht es ein deutliches Signal aus der Landespolitik für Mitbestimmung, Transparenz und demokratische Prinzipien. Ein solches Gesetzesvorhaben mit einem Eilverfahren durch den Landtag drücken zu wollen, hinterlässt aber eher den Eindruck, dass für die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen die Einbindung von Schülern, Eltern und den eigenen Lehrkräften sowie des gesamten Parlaments ein lästiges Anhängsel der Regierungspolitik ist. Das können wir Ihnen so nicht durchgehen lassen. Insgesamt mehrt sich der Unmut über Entscheidungen des Kultusministeriums, aber vor allem über dessen Kommunikation. Um beispielsweise weitere Schulöffnungen garantieren zu können, werden nicht etwa Ideen zur Einbindung von beispielsweise Lehramtsstudierenden in die Notbetreuung diskutiert. Nein, es werden bei der Einteilung von Risikogruppen von Lehrkräften die Zügel angezogen. Diejenigen, die mit einer schwangeren oder stillenden Person in einem Haushalt leben, beispielsweise, sollen nicht mehr als Risikogruppe gelten. Um den Lehrkräftemangel an Grundschulen zu bewältigen, der von ihnen lange abgestritten wurde, wird jetzt auch ein Zwangsinstrument gesetzt. Gymnasiallehrkräfte sollen jetzt per Zwangsabordnung in Grundschulen unterrichten. Hier rächt sich, dass die Landesregierung seit Jahren den Lehrkräftemangel erst verursacht und dann abgestritten hat. Dabei wird Ihnen, also diesen Lehrkräften, Gymnasiallehrkräften, die jetzt an der Grundschule unterrichten sollen, A13 garantiert, was den Grundschullehrkräften selbst noch vorenthalten wird. Das heißt, wir werden in der nächsten Zeit nicht nur ein Zweiklassensystem zwischen Lehrkräften und unterschiedlichen Schulformen haben, sondern sogar innerhalb der Grundschule selbst. Beenden Sie endlich dieses unwürdige Spektakel und setzen Sie A13 auch für Grundschullehrkräfte um. Die Schulen dürfen auch bei den weiteren Öffnungen nicht alleingelassen werden. Gänzlich ungeklärt ist, wie es nach den Sommerferien mit dem sogenannten Homeschooling der digitalen Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit dringend notwendigen Investitionen in Schulgebäude und im Lehrkräftemangel weitergehen soll. Wir als LINKE im Hessischen Landtag haben deswegen einen Antrag gestellt, allen Schülerinnen und Schülern ein digitales Endgerät zur Verfügung zu stellen. Und Herr Schwarz, ganz ehrlich, wenn Sie jetzt ankündigen, 5 Millionen € dazu Verfügung zu stellen, damit machen Sie sich wirklich nur noch lächerlich. Dabei ist es die Aufgabe der Landesregierung, die Lernmittelfreiheit zu garantieren. Auch da muss das gelten, dass Kinder aus ökonomisch schwachen Familien eben nicht unter den Corona-Maßnahmen leiden dürfen, und das tun sie aktuell. Eine politische Linie, wie die großen Probleme der hessischen Bildungspolitik, die alle angesprochen wurden, überhaupt angegangen werden sollen, ist nicht zu erkennen. Schwarz-Grün müht sich weiter ab, den schulpolitischen Mangel zu verwalten. Dabei sage ich Ihnen, finden Sie gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern Lösungen, die deren Interessen berücksichtigt und in Einklang bringt. Dafür muss man sie aber zunächst einmal anhören, statt sie einfach abzuspeisen. Vielen Dank.